und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu einer TV1-Sondersendung direkt vom Rathausplatz in Gmunden. Hier war einiges los und es war vor allem sehr, sehr laut. Am vergangenen Wochenende hat bereits zum 10. Mal das beliebte und schon bekannte Musikfestival Gmunden rockt stattgefunden. Für einen gebührenden Auftakt hat das Duo Pizzerra und Jaus am Freitagabend gesorgt. Paul Pizzerra und Otto Jaus. Wenn die beiden auf der Bühne stehen, ist Megastimmung garantiert. So auch bei Gmunden rockt. Dort sind die beiden zum zweiten Mal zu Gast gewesen. Seit 6 Jahren sind die Musiker und Kabarettisten gemeinsam auf Tour. Beim Programm hat sich seit ihren Anfängen einiges getan. Wir haben im ersten Programm halt noch sehr großen Kabarettanteil gehabt. Und ja, jetzt ist halt schon so, dass wir einfach sehr viele Lieder haben und einfach, man merkt, die Leute wollen einfach wirklich Lieder, Lieder, Lieder. Deswegen sind die Anekdoten kürzer geworden und die Lieder umso mehr geworden. Aber ich glaube, die Leute werden trotzdem uns sehr gut kennenlernen in wie viel? Fast 2 Stunden, die wir spielen werden. In ihren Songs verpacken die beiden viel Emotion und regen dabei nicht selten zum Nachdenken an. Es ist nicht alles immer nur seriös und es ist nicht alles immer nur profan. Und dass man eben alle möglichen Gefühlsbereiche des Lebens schön abdeckt, das versuchen wir mit dem Cuvée unserer Lieder irgendwie zu erreichen, dass sich jeder irgendwo abgeholt fühlt und jedes Emotionchen einmal zulassen darf. Textsicher und voll begeistert waren die Fans in der Traunseestadt am Samstagabend, als die deutsche Band Sportfreunde Stiller so richtig Gas gegeben hat. Die Gegend ist ihnen hier vertraut. Sie sind nicht zum ersten Mal hier. Außerdem hat die Band nicht nur der Stadt, sondern auch dem Veranstalter Floro ein Kompliment gemacht.
Und ich warte mal wieder auf den Frühling. Man kann mich nur traurige Lieder singen. Doch bald werden sie wieder anders klingen, wenn die ersten Sonnenstrahlen Wärme bringen. Gmunden hat's wieder gerockt und mit dabei waren die Sportfreunde Stiller, die sich schon sehr auf die Traunseestadt und ihre Fans hier gefreut haben. Ich habe mich tatsächlich sofort total drauf gefreut. Das letzte Mal Spitzenwetter, tolle Kulisse, viele Leute, ein Riesenfest, tagsüber Elektroboot fahren über diesen wunderschönen See. Also spitze. Und heute Abend wird super. Ja, auf jeden Fall. Das hat man nicht alle Tage, dass man auf einer Bühne so mitten im Ort steht und auf den schönen Traunsee schaut. Ich schaue jetzt auch gerade raus und die Berge. Und dann weiß ich auch noch, ich kann mich genau erinnern, wie wunderbar es dann ist, wenn die Sonne untergeht und es langsam dunkel wird und die Lichter von der Bühne dann mehr übernehmen und so. Ja, das ist schon echt eine sehr einzigartige Kulisse hier. Die Fans waren und sind begeistert von der deutschen Band und so nahmen einige von ihnen sogar richtig lange Wegstrecken in Kauf, um bei dem spektakulären Open-Air-Konzert mit dabei sein zu können. Von wo seid ihr? Von Südtirol. Südtirol? Ja. Extra angereist, nur für die Sportfreunde Stiller? Ja, und schönes Wochenende gleichzeitig. Wir sind gestern auch genau da gesessen und heute sitzen wir wieder da. Und ja. Extra aus der Steiermark hergefahren sind und alle Platten zu Hause haben. Es war ihre Lieblingsband und das hat sie von mir zum Geburtstag gekriegt und deswegen sind wir hergereist. Seit fast drei Jahrzehnten sind Peter Brucker, Röde Lienhoff und Florian Weber erfolgreich in der Musikszene unterwegs. Eine lange Zeit mit Auf und Abs und wieder zusammenfinden. Das Wichtigste ist immer neugierig sein. Also ich will, bis ich abtrete, Dinge neu kennenlernen, neugierig sein. Das ist schon mal ein Punkt bei uns. Ja, sich zu erlauben, dass man die Dinge feiert und genießt, dass man ehrlich zueinander ist, dass man auch mal was einstecken muss. Und jetzt spüren wir gerade so einen schönen Mix aus Nostalgie und neue Energie. Und das ist irgendwie unschlagbar gerade, so empfinde ich so. Das ist so toll, einfach diese ganzen Erinnerungen, die Lieder mit sich führen für uns und auch für die Leute. Und gleichzeitig aber zu spüren, hey, da geht jetzt gerade wieder ein neuer Weg los. Du bist so und ich bin ich. Jeder hier hat sein Gesicht. Sing doch mal gelegentlich eine Hymne auf dich. Hits gibt es viele, die von den Fans souverän und textsicher mitgesungen werden können. Applaus, Applaus für deine Worte, mein Herz geht auf, wenn du lachst. Applaus, Applaus gefällt mir eigentlich ganz gut. Genau. Einfacher Stimmungsmacher. Die Klassiker heute gefallen uns natürlich. Jetzt hoffen wir auf das Kompliment und Applaus, Applaus und solche Dinge. Applaus, Applaus. Warum? Weil ich das schon gehört habe, wie nur ganz klar war. Gibt es ein Lied, das du besonders gern hast? Natürlich das Geschenk. Applaus, Applaus. Und warum? Weil es wahrscheinlich viel Applaus gibt. Es war nicht der erste Auftritt für die Band am Rathausplatz, deswegen hat es auch ein Kompliment an die Stadt selbst und dem Veranstaltungsduo Floro gegeben. Irgendwie ist es einfach total idyllisch, total schön und auch was die Leute hier halt so in Ehrenamtlichkeit hier aufstellen, das ist halt so geil einfach und feiern sich. Das ist halt, sowas ist halt so cool, so sowas aufzustellen und dann ist es einfach ein leichtes, hierher zu kommen und Musik zu spielen und dann auch noch beklatscht zu werden. Also es ist so ein einziges Nehmen und Geben und das ist schön, das macht Gmunden super und wir freuen uns total, dass wir wieder da sind. Man kann Flo Werner, Robert Zaun und dem gesamten Team nur gratulieren. Was sie hier jedes Jahr präsentieren, auf die Beine stellen, ist wirklich Konzertkultur vom Feinsten. Ich bin glücklich darüber, ich freue mich und nicht nur ich, sondern wie man heute sieht, sehr, sehr viele Gmundinnen, Gmundner und Gäste aus nah und fern. Super Stimmung, begeisterte Fans und Traumwetter während dem Open-Air-Konzert. Also alles in allem kann man nur sagen, Applaus, Applaus. Und zum krönenden Abschluss am Sonntag durfte eine echte Musikgröße aus Österreich nicht fehlen. Hubert von Geusern. Wahrlich eine Legende in der heimischen Musikszene. Wenn er seine Lieder anstimmt, wird's emotional, gern auch laut, vor allem aber einzigartig. Stell dir vor, da kommt der Eisbär, ein Vogel zu dir her.
Mit Hubert von Goisern nimmt vor 10 Jahren alles seinen Anfang, denn die österreichische Musikikone hebt damals mit dem ersten Konzert am Rathausplatz Gmundenrock aus der Taufe. Jetzt ist er zurück auf der wohl schönsten Konzertbühne des Landes. Hörst das nicht, wie die Zeit vergeht, ist einer seiner größten Hits. Doch mit dem Gepäck hat der Alpenrocker auch ganz viele neue Lieder. Hubert von Goisern ist nach Pizzerra und Jaus und den Sportfreunden Stiller die Krönung des dreitägigen Open-Air-Festivals Gmundenrockt 2023. Ja, es war eine Riesenchance für den Robert und für mich, dass wir so einen Wahnsinns-Act und so eine Persönlichkeit an und für sich gekriegt haben. Ist mittlerweile 10 Jahre her, das ist das Coole. Der Hubert, wir haben vor 2 Wochen mit ihm gesprochen, hat er selber sich noch an alle 3 Tage erinnern können. Danke an den Hage Hein und an den Stefan Schröder, weil die haben uns damals, also Management vom Hubert, die haben uns die Möglichkeit und die Chance gegeben. Und wir haben heute sehr viel plaudert mit dem Schrödi, wie viel, dass wir damals telefoniert haben, wie sie uns hingeleitet haben auf diesen Wahnsinn, was da passiert. Ich meine, es ist eine Riesenbühne, es ist eigentlich so viel zum Machen und zum Tun. Wir haben damals ja noch sehr wenig Ahnung gehabt und das war das Spannende. Und jetzt 10 Jahre später, dass wir mit dem Hubert von Goisern das Gmundenrock 2023 beenden dürfen, das ist an und für sich schon eine große Dankbarkeit dahinter und einfach eine Riesenchance gewesen. Mit dem Ausnahmemusiker aus dem Salzkammergut stehen auch viele Local Heroes und langjährige Wegbegleiter mit ihm auf der Festivalbühne. Alex Pohn aus Bruckmühl, Severin Druckbacher aus St. Florian bei Linz und Helmut Schartelmüller aus Heidershofen bei Steyr. Allesamt leben mittlerweile in Wien. Ich habe leider so ein bisschen ab, außer meiner Familie, habe ich ein bisschen den Kontakt zu den Menschen bei uns in Bruckmühl verloren. man sieht ab und zu mal, wenn man 2 Nächte daheim ist, der Alex, servus, spielst nur beim Hubert von Goisern, aber so macht nichts Großartiges. Also es macht einfach super Spaß, mit Hubert Musik zu machen, es macht einfach super Spaß, hier mit der Band Musik zu machen. Ich sage mal, er ist einfach ein sehr reflektierter, ein direkter Philosoph irgendwie. Also er hat einfach sehr viel zum Sagen und er macht sich einfach sehr viel Gedanken und schafft es aber irgendwie immer, dass er es ziemlich auf den Punkt bringt. Also er geht sich dann irgendwie nicht in hochtrabenden philosophischen Geschichten, sondern... Er ist gleichzeitig sehr erdig. Also das ist, genau. Das hat man gelernt vor allem eigentlich, die Erdigkeit, muss ich sagen. Also Erdigkeit und Ehrlichkeit. Erdigkeit und Ehrlichkeit. Hubert von Goisern, ein Liedermacher und Weltmusiker und der wichtigste Vertreter der neuen Volksmusik. Und trotzdem plagt ihn vor jedem Auftritt noch immer das Lampenfieber. Er hat eine Liebe zu den Menschen, er will wirklich was senden und will was geben und fühlt sich verantwortlich. Und das ist schon ziemlich viel für einen Künstler. Also das ist eine hohe Qualität. Und man merkt natürlich schon, dass sozusagen da gibt es auch Wunden und Risse. Aber die machen einen Menschen nur stärker und interessanter. 10 Jahre Gmundenrockt, 10 Jahre Musikstars am Traunsee und die Reise, die ist noch lange nicht zu Ende. Wie weit denkt sie schon voraus jetzt? Na, grundlegend sehr weit. Natürlich steht 2024 ist ein Kulturhauptstadt. Ja, ist ja gar nicht so ohne. Floro oder Gmundenrockt ist ja ein Referenzprojekt auch von der Kulturhauptstadt. Somit sehr wichtig für uns. Wir haben schon einige Sachen im Talon. Wir haben auch schon was fixiert. Natürlich wird das noch nicht verlautbart. Fleißig TV1 schauen. Da werdet ihr es dann sehr natürlich als erstes mitkriegen. Es belebt natürlich die Stadt und es gibt natürlich ein Zielpublikum für diese Art von Kultur. Das ist auch wichtig und notwendig. Und das darf durchaus 3 Tage im Jahr auf so ein Spektakel stattfinden. Gmunden rockt. Drei Tage, 3 Konzerte, über 12.000 Besucherinnen und Besucher. Das war schon wieder von unserer TV1-Sondersendung aus Gmunden. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie sind nächstes Jahr mit dabei, wenn es wieder heißt Gmunden rockt. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.